Hallöchen, ihr Lieben, und herzlich willkommen zu einem weiteren Part von Final Fantasy 9. Jo, wir machen heute noch ganz schnell Level 25 und werden dann unser erstes Städtchen hier besuchen, oder Dörfchen, wie man es auch gerne nennen möchte, hier am äußeren Kontinent. Jo, Level 25 möchte ich auf alle Fälle haben. Wir werden des Öfteren trainieren müssen. Es gibt auch, etwas später noch reichlich gute Plätze, wo wir gut trainieren können. Da wird auch schon mal Level 30, Level 35 fertig sein müssen. Wir wollen ja schließlich Level 99 insgesamt haben. Denn es waren uns im Laufe des Spiels noch 4 oder 5 große, fiese Gegner. Und die müssen natürlich auch. Die müssen auch besiegt werden. Ja, müssen nicht, aber wir wollen es ja besiegen. Jo. Sehr schön. Ihr seht schon, Zidane macht eh gleich den Anfang mit Level 25. Ein Viecherl noch und dann hat das schon. Ich begebe mich mal in Richtung Stadt. Ja. Ihr seht es ja eh schon da vorne, das kleine Gebäude da. Oder vielleicht habt ihr es gesehen. Auf jeden Fall werdet ihr es noch sehen. Ja, ist ein Versprechen. Feuer und einfach nur normal draufhauen. Für Ramu ist es jetzt eigentlich schon zu spät. Der schon Level 25 ist. Und ich habe gesehen, Vivi wird ihm gleich folgen. Ja. Er wird ihm gleich folgen. Dann sind nur noch Lili und Quina und da bin ich schon mal fürs Erste zufrieden. Man soll es doch nicht glauben, es ist möglich. Die alten Socken sind etwas zufrieden. Da werden wir nur normalen Angriff machen. Wir wissen ja, sag na, lieben Donnerattacken, denn dadurch tun sie sich heilen. Das heißt, er bekommt keine Donnerattacke. Nein. Er kriegt nur aufs Maul. Und jetzt kommt er auf den Grill. Lecker, sag na. Oder wir machen einen Eintopf draus. Wie kannst du nur? Übrigens, Vivi hat Level abbekommen und Quina hat etwas Neues erlernt. Können wir dich umkleiden? Wenn ich so weitermache. Schau mal. Seht ihr das? Vollmond ist fertig. Der volle Mond ist fertig. Boah. Dass wir das noch erleben dürfen. Super. Wahnsinn. Hat das mal geschafft. Na komm. Vollgas. So. Parapa.
schnell ging das. Und wir haben ein neues Gemüse. Sehr gut. So, Lilly hat Level abbekommen. Bei Quina dauert es noch ein bisschen. So, 3, 4. Geht sie schon mit 4 Viechern aus? Kommt noch an. Ui, das dauert doch ein bisschen länger, ne? Vielleicht 3, 4 Viecher. Ich hoffe, das reicht. Wieder ein Sagna. Ich bin der große, böse Sagna. Wir sind jetzt ein Gnarfreunde. Jawohl. Und jetzt legen wir ihn schlafen. Jetzt wird er sich so gemütlich, wohlig warm, dass er sich glatt hinlegen muss. Ja, muss er. Ja wirklich, ich schwöre. Da die Stadt habe ich gemeint, da gehen wir gleich hin. Wenn Quina Level 25 hat, dann schauen wir dort rein. Oh, das wird so fein, lalala. Ja. Und wieder ein Greifelein. So, Quienchen, mach mal was. So, Bibi und Zitane werden schon hinlegen. Sehr fein. Bam, bam, bam. Super. Fast Level Up. Ein Viech brauchen wir noch. 51.000 Gild. Bist du gescheit? Ist ja nicht zu glauben. Dann werden wir uns natürlich auch einmal erholen. Mit einem Zelt. Ja, sicher ist sicher. Und dann schauen wir uns. Speichern werden wir, denke ich, auch. Und dann werden wir uns die Stadt anschauen. Ja, so werden wir das machen. So, okay, soll man rufen? Ja, rufen wir mal. Damit sich auch das Zelt auszahlt. Boah. Ja, das war effektiv. Das kann keiner abstreiten. Das hat gesessen. Und zack. Jawohl. Nicht schlecht. Da kann man sagen, dem Viech hat gerade der Schlag getroffen. Yeah, wupp. Quinn hat Level Up erreicht. Bekommen. Wir bekommen außerdem noch den Peritod. Karte Wüstenskorpio und einen schönen Batzen Gil. Somit tun wir unseren Freund, den Moguo rufen. Mogu. Mögügel. Und gehen uns ausruhen. Mögügel. Außerdem bitte ja, wir möchten gerne speichern. Wenn du schon mal da bist, nutzen wir deine Dienste selbstverständlich schamlos aus. So. Perfekt. So, du kannst dich wieder schleichen. Für die. Bis zum nächsten Mal. Gut, und wir betreten hier das Fragezeichen. Den Fragezeichenort. Condea Bata. Jetzt sind wir schon so weit gelaufen, aber wir haben überhaupt keine Nebel gesehen. Was ist das dort drüben? Soll das ein Dorf sein? Könnte auch ein Tempel sein. Das Gebäude sieht auf jeden Fall der Chaosnapf. Und fort ist er. Nicht zu glauben. Denkt er eigentlich auch mal an was anderes als ans Essen? Du hast ja auch nur Frauen im Kopf, nicht wahr, Zitane? Genau so ist es. Aber vor allem habe ich nur dich im Kopf, Lilly.
Zidane, sie hat das anders gemeint. Tja, auch heute wieder keinen Fortschritt gemacht. Ja. Bubi, die hat das anders gemeint. Cherio, Cherio, Cherio. Was ist los? Was sind das denn für? Cherio? Cherio? Cherio! Hey, hey, warte doch, Cherio! Was willst du denn? Cherio ist das heilige Grußwort. Wer das heilige Grußwort nicht sagt, kommt nicht in das Dorf der Ohrklinge. Kodeya Pata. Hey, hey, macht mal halblang. Cherio, Cherio. Cherio? Cherio, so sei willkommen, Fremder. Cherio. Ololo, Vivi und das Eba. Ja. Irgendwie eigenartig, die Leute hier. Oh. Du. Ich? Tut mir leid, aber tut mir nie. Jetzt läufst du hier wieder planlos in der Gegend rum. Arbeiten sollst du. Fix noch einmal. Ich brauch mal eine Pause. Hör auf mit mich dauernd anzufauchen. Ich glaube, ich hab mich verhört. Was glaubst du eigentlich, wer hier das Geld ins Haus bringt? Je, jetzt sei doch nicht gleich böse, Schnuckiputz. Dann geh gefälligst schaffen, wenn du nicht willst, dass ich sauer werde. Schon gut, schon gut. Herrschaftszeiten noch einmal. Ach, du bist aber ein süßer kleiner Bub. Gehörst du auch zu den Schwarzlingen? Hat man dich zum Einkaufen geschickt? Dann pass ja auf, dass du dein Geld nicht verlierst. Die Leute aus dem Dorf erschrecken sich ja gar nicht vor mir. Was zum Geier? Hallo? Cherio muss melodisch klingen und man muss dabei die Hand heben. Etwas so, Cherio. Ja, ich schere auch gleich ob. Wie was? Was haben wir denn da? 2700 Gil. Wüsst du gescheit. Ich glaube, da haben wir jemanden ausgeraubt. Empfangsdame Hilimon. Hilimon. Hört sich an wie Digimon, ha? Ich hab sicherlich ein... Also ihr habt sicherlich eine weite Reise hinter euch. Das sieht man euch doch an, lala. Jo, wir sind zu diesem Kontinent gekommen, weil wir jemanden bestimmten suchen. Wir haben hier nur ganz selten Besucher. Ja. Wo gehen wir hin? Da lang? Quina und die Verkäuferin. Aha. Cherio. Cherio, Mann. In diesem Dorf gibt es bestimmt einen Haufen leckerer Sachen, Mann. Freilich in Kodeya Pata gibt es viele Spezialitäten, die uns die Berge schenken. Oh ja. Daher werden wir wahrscheinlich in letzter Zeit so oft bestohlen. Das ist nicht zu verzeihen, Mann. Jemand, der Essensstil gehört, bestraft, Mann. Der Ansicht bin ich auch. Du hast hier viel leckere Sachen, Mann. Diese Granatenkürbis würde ich euch für nur schlappe 1000 Gil verkaufen. Mann? Wieso muss ich Geld für Essen bezahlen, Mann? Aber, das ist doch klar, Bübelein. Einfach wegessen ist dasselbe wie stehlen. Huch, oje, dann bist du etwa der Dieb?
Nein, Lars, ich will nur dem Vaters Essen Platz. Also folgen tun. Einem Dieb kann ich nicht trauen. Das ist Verleumdung, Wams. Ich bin kein Dieb. Mm-mm. Ja, gehen wir nochmal hier raus. Vielleicht klappt das auch. Nein. Wo ist eigentlich dieser Quina hin? Ich denke, ich gehe mal da ran. Ran, genau, lang wollte ich sagen. Aha, da geht es nicht lang. Hier rüber. Ja. Active Time Event. Quina und. Was sollen wir tun? Oh, tast ihr neuere Rezepte auf, Mampf? Jemand klaut unser Essen. Und das ist ein echtes Problem. Ich bin es nicht, Mampf. Das hat auch niemand behauptet. Oder hast du etwa ein schlechtes Gewissen? Nein, nein, auf gar keinen Fall, Mampf. Dieses Dorf ist nicht für mich, Mampf. Nein. Wir müssen aufmerksamer sein. Dann kriegen wir dieses dreckige Schwein von einem Räuber. Ja, ja. Aber wir halten doch immer unsere Augen offen. Huch. Was haben wir denn da? Ein wandelnder Bommel? Und ein wandelndes Mascherl? Mhm. Ich glaube, da haben wir den Dieb gefunden. Wurzelläufer Kikumon. In Konteyabata gibt es das beste Essen überhaupt. Was ist dein Lieblingsessen? Ratzinger-Eintopf, gefüllte Bergjuckzirbe. Ach du heilige Scheiße. Wurzelbohnen, Entschuldigung. Juckzirbe vielleicht eher nicht unbedingt. Wurzelbohnen. Was sind denn Wurzelbohnen? Ratzinger-Eintopf? Ratzinger-Eintopf? Ja, ist auch nicht schlecht. Wahrscheinlich wäre das mit der Juckzirbe gewesen. Oh, wir haben Gäste. Wieso steht denn euer Dorf ausgerechnet hier? Weil wir hier Berge, Bäume und Sonne am nächsten sind. Oh yeah, von den Bergen beschützt und von dem Grün der Bäume erfreut, erhalten wir hier den Segen der Sonne. Der Sonne, lala. Lilly und Telemon. Das sind hier definitiv alles versteckte Digimons. Entschuldigt. Für unseren Telemon müssen wir auch bald eine geeignete Frau finden. Bei dem Aussehen wird er niemals eine Braut bekommen. Wie wäre es zum Beispiel mit dieser Fremden da? Frisches Blut braucht jeder, auch unser süßer Dänemon. Ich hätte eine Frage. Es ist zumindest ein hübsches Ding. Ich suche. Die ist doch nur ein Strich in der Landschaft. Kein Hüftgold und gar nichts, sonst braucht er nicht. Die würde die Reise zur heiligen Stätte niemals, aber auch niemals überstehen. Eben, eben. Ich hab doch nicht vor zu heiraten. Mann. Heilige Stätte? Wie war das? Nochmal zurück zum Text, bitte. Ui, ein Mogri. Mogonov. Ja, Magnet und so. Eine Bitte, Kubo. Übergebe diesen Brief an Susuna. Aber sicher doch. Dank, Kubo. Speichern selten brauche ich dabei nicht. Hallo. Sag mal, warum gibt es hier eigentlich keinen Nebel? Nebel, was ist denn das? Schmeckt das gut? Ich habe keinen Plan. Na, ich glaube, das schmeckt nicht gut. Ich habe noch nie Nebel gekostet, aber ich glaube, das schmeckt nicht gut. Gerio. Willkommen im Laden, oh bin ich froh. Boah, da können wir ordentlich einkaufen. Warte mal ganz kurz. Ja, nehmen wir eigentlich, wie viel nehmen wir mit? 13? 23? Nehmen wir 23 mit. Da, da, da.
Ah, die hat so ein Zeugs. Zelt wäre auch nicht schlecht, da haben wir gleich schon ordentlich verbraucht. Da könnten wir ohne weiteres ungeschaut einen neuen mitnehmen. Hubbard, Entschuldigung. So, wollte ich mal. So und so. Also Sachen gibt's. Schauen wir doch mal hier raus, oder? Queen ist eh wieder abgehauen irgendwie. Aha, Active Time Event gibt's keins. Cherio, Cherio. Ob über Berg oder Tal, gut gerüstet schadet auf keinen Fall. Oh, eine Giftkralle. Giftkralle? Wer kann denn sowas führen? Ein Multistab, Sternrute, Feuerstock, Getscher, Donner, Ogerstock, den kaufen wir sofort. Die Mithril-Gabel kaufen wir auch. Mithril-Armreif, Zauberarmreif, da haben wir gar keinen. Dann nehmen wir den mit. Lamia Tiara nehmen wir auch gern mit. Mikroschi-Hut. Magier-Kutte nehmen wir auch mit und dann sind wir schon wieder fertig. Hoppala. So wollte ich eigentlich. So. Man solle immer auf alles vorbereitet sein. Kommt bald wieder. Wir brauchen Geld, das ist so fein. Hier ist Durchgang verboten. Hier ist Durchgang schwer verboten. Da kommst du nicht raus. Da geht's nicht weiter. Aber bleib immer froh und heiter. Ja, ja. Dann, wo gehen wir hin? Rauf, runter, links, rechts. Bleib nicht stecken. Wo geht's hier lang? Oh, ich glaube, ich habe vorgegriffen. Ich glaube, ich habe ein Active Time Event kaputt gemacht. Ich hoffe halt nicht unbedingt, dass das jetzt mir leider passiert ist. Das mit Vivi. Wir haben jetzt Vivi aus Versehen gefunden. Ich glaube, da habe ich jetzt ein Active Time Event kaputt gemacht. Hallo, wer bist du? Ja, Entschuldigung. Oh, seltener Besuch. Hast du hier zufällig jemanden Verdächtigen gesehen? Ich suche nämlich einen Typen namens Kuya. Du siehst verdächtig aus. Nein, nicht ich. Also, der Typ, ne? Sieht irgendwie ziemlich pervers aus. Du siehst ziemlich pervers aus. Ich glaube, das wird nichts. Hallo, die Herrschaften. Für unseren Tenemon müssen wir auch bald eine geeignete Braut finden. Nochmal dasselbe. Bei einer Tasse Tee über Kaktor und die Welt zu quatschen, ist unsere Lieblingsbeschäftigung. War nicht hier auch irgendwas? Dass es auf dem südlichen Kontinent Quellwasser geben soll, das einen wieder zu Kräften kommen lässt. Ich kann es gar nicht glauben, erzählst du wohl kein Mist. Wasser allein ist doch schon ein Geschenk von den Göttern. Andere Länder, andere Sitten. Ich hab gehört, es soll auf dem südlichen Kontinent Glück bringen, wenn man Münzen in einen Brunnen wirft. Was für einen dummen Brauch, bei uns ist keiner so blöd und wirft Geld ins Wasser, nur um glücklich zu werden. Ja, ja. Andere Länder, andere Sitten. Wen haben wir denn hier? Hallo. Eine Übernachtung macht 100 Gil. Übernachten? Nein, auf keinen Fall. Schaut vorbei, wann immer ihr wollt. Ja, und ruht euch aus, hurra. Und wer bist du? Bauer Pokémon. Aber Pokémon? Ich kann doch bei so einem herrlichen Wetter nicht schuften wie ein Depp. Natürlich nicht. Du könntest schon, aber ja. Nein, wieso solltest du? Lieber ein bisschen chillen. Den haben wir da. Huch, da ist ein Uhu weggeflogen. Rolomon. Irgendwann werde ich Oramon auf diesem Kahn den Bund der Ehe eingehen. Ja, oh ja. Und dann brechen wir auf zu heiligen Städte und verewigen dort unseren Namen. Da, da, da.
damit hier Frau und Mann heiraten können, muss uns die Sonne erstmal ihren Segen geben. Aber wir sind noch zu jung, um ihren Segen zu erhalten. Da kriegen wir nur Sonnenbrand, das ist ja gar nicht schön. Oh, Vivi, ist mit dir alles okay? Was geht ab, Vivi? Hallo, Zitane. Diese zwei hier. Der gebratene Ratzinger, den ihr neulich von euch bekommen haben. Der war so vorzüglich, oh ja. Wie schafft ihr das denn nun? Bratet ihr etwa mit eurer tollen Magie? Das wäre ja so fein und auch so schön. Und auch die Perlen, die wir neulich von euch bekommen haben, waren so köstlich, oh ja. Aber warum ist heute so ein Kleiner wie du gekommen? Wie kennst du die Leute hier? Nein, überhaupt nicht. Ich bin ja auch zum ersten Mal hier. Habe ich mir doch fast gedacht. Ich gehe mich noch ein wenig umhören. Neues Active Time Event. Geschwister und... Schwesterherz, ich hab so Hunger. Es knurrt der Bauch und er tut auch so weh. Du hast doch vorhin erst Euleneintopf bekommen. Aber das bisschen konnte meinen Riesenhunger doch nicht stillen. Ich brauche etwas mehr, was meinen Bärenhunger zähmen kann. Scherio! Hey, einer von den Schwarzlingen, Scherio, hast du wieder was Seltenes zum Tauschen dabei? Tatsächlich ein Schwarzmagier. Wie geht das denn? Und wer bist du? Holzkopf Godomon. Das Symbol Kondeia Pathas, der Trauskan. Wisst ihr denn überhaupt, wie ein richtiges Schiff aussieht? Ein Schiff, was soll das denn sein? Ein Trauungskahn ist eben ein Trauungskahn. Ja, frag nicht so deppert, du Trottel. Torwache Gindamon. Durchgang verboten. Ja, dann ist er halt verboten. Hilft ja auch nichts. Dann gehen wir halt da lang. Da ist doch tatsächlich... Danke, dass ihr uns immer so schöne Waren mitbringt. Hey du! Was? Oh! Warte! Vivi! Warte doch! Vivi! Zitane, was ist vorgefallen? Ich weiß nicht so recht. Wir sollten auf jeden Fall Vivi hinterher. Vivi, wo ist der Schwarzmagier hin? Er ist aus dem Dorf gerannt. Aha. Frag mich nur, wo der herkommt. Wie er hergekommen ist, aber ist etwa Branes Armee schon hier eingetroffen? Kennt ihr auch die Schwarzlinge? Schwarzlinge? Genau, die Schwarzlinge. Sie kommen aus dem südöstlichen Wald um Sachen mit uns zu tauschen. Sie wohnen hier in der Nähe und dann auch noch zu mehreren? Jawohl, aber zum südöstlichen Wald kommt man nur, wenn man ganz um die Bergkette herumgehen tut. Ja, und zwar tief, ganz tief im Wald, wo nicht mal der Ratzinger pennen tut und wo nicht einmal die Eulileins sich trauen, ihr Nest zu bauen. Verstehe ich nicht ganz. Zitane, ich möchte zu diesem südöstlichen Wald gehen. Bitte, Zitane. Du hast recht. Ich bin auch dafür. Vielleicht stoßen wir dort auf Hinweise. So ist es. Etwas Interessantes zu essen hat.
Ja. Dann sind wir uns ja einig. Auf in den südöstlichen Wald. Mhm, so ist das auch. Wir waren einkaufen, wir rüsten uns noch ganz fix um. Zumindest so gut es halt geht. Wir fangen mal mit unserem lieben Zidane an. Da sind wir auch schon wieder fertig. Der kann das ja schon alles. Wie viel gemein ist denn das bitte? Der kann das schon alles. Wie schaut es mit dem Mithril-Armreif aus? Kann ich baden gehen? Wie schaut es hier aus? Ist auch nichts besser. Und da? Alter, der kann schon alles, alles, alles. Alles, alles, alles. Lili, wie schaut es bei dir aus? Du hast da auch nochmal nichts Besseres, ne? Ah, da, konfus. Mit Lamias Tiara willst du es lernen, das ist gut. Aber ansonsten schauen wir hier schon wieder mager aus. Ja, sehr mager. Aber unser lieber Vivi bekommt seinen neuen, Zauberstab, den Ogerstock. Der lernt da gleich 3 neue Fähigkeiten. Ist hier noch was Passendes dabei? Hier vielleicht? Nope. Ich sag dir, es geht schnell, ne? Mit dem Fähigkeiten-Level, sag ich mal. Da ist auch nichts Gescheites, ne? Nein? Wie schaut's mit unserem guten Quina aus? Der bekommt auf jeden Fall eine neue Waffe. Ja, die wird auch Vollmond können. Die sind echt gut unterwegs. Stirnband. Ja, kann er das mal haben? Kristall am Reif wird ihm nichts helfen, ne? Nein. Die Allzweckding braucht er noch und Elfenohrring braucht er auch noch. Fein. Dann würde ich sagen, wir laufen gleich mal raus. Und wir werden hier so gleich unseren Mogri-Freund hier rufen. Und, speichern einfach. Gut ist. Na gut. Sehr schön. Perfekt. Es gibt hier Schwarzmagie auf dem Kontinent. Allerdings scheint er lebhafter zu sein als die wir bisher kennengelernt haben. Wir dürfen gespannt sein. Wir werden die jetzt verfolgen. Ich weiß, wo wir hin müssen. Gott sei Dank. Kommt ja selten vor. Aber in dem Fall weiß ich wirklich, wo wir hin müssen. Außerdem ist da eh so ein schöner gelber Punkt. Der führt uns auch dorthin. Fein. Zumindest sollte man das meinen. Großartig. Na gut, ihr Lieben. Ich bedanke mich wieder fürs Zuhören, fürs Zuschauen. Wünsche euch einen schönen Tag, einen schönen Abend. Je nachdem, wer das Video schaut. Und wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüssi.